Auch wenn das Wetter zurzeit sehr wechselhaft ist, so verspricht der heurige Ferienpass wieder heiße Spiele für die Brucker Jugend. Im Freibad der Stadt gab es dazu erste Informationen. Ja, gestartet sind wir vor 20 Jahren mit rund 30 Veranstaltungen. Mittlerweile sind wir bei 100 Veranstaltungen. Es machen alle Vereine, Institutionen, aber auch Privatpersonen mit. Und der Ferienpass ist eine Erfolgsgeschichte für Brugg an der Mur und bietet Kinder und Jugendlichen wirklich spannende und sehr abwechslungsreiche Ferien. Jetzt sind auch Vereine in diesen ganzen Ferienpass involviert. Wie sehen das die Vereine bzw. wie nehmen das die Vereine an? Ja, die Vereine sind eigentlich Träger dieses Ferienpasses und sie kreieren natürlich auch immer wieder Kinder, sehen dies als Werbung und für uns als Stadt ist es natürlich sehr gut, dass diese Vereine dieses Projekt auch tragen. Wie interessiert sind die Jugendlichen, wie viele Besucher nehmen zur Aktion dann teil? Ja, insgesamt sind schon über 300 Kinder und Jugendliche mit dabei und bei den Teilnahmen sieht es so aus, dass haben wir die Tausender-Marke bereits gesprengt. Also die Kinder machen 3, 4, 5 Mal mit, andere sogar 14 Mal. Also insgesamt haben wir sicherlich über 1300 Teilnahmen insgesamt über die ganzen Sommermonate. Was steht da alles so am Programm? Ja, wir haben ein dicht gedrängtes Programm, Beginn am 9. Juli mit der Breitenaubahn und mit dem Besuch bei der Forellenzucht. Es geht weiter dann mit Karate, mit Tischtennis, Fußball und auch kreative Sachen wie Töpfern und Glasieren und Mountainbiken, Radfahren, also alles eine breite Palette. Unter dem Motto Spiel, Sport und Spaß in den Sommerferien wird es eine Vielzahl von Veranstaltungen geben. So kann auch heuer wieder jeder Ferientag zum absoluten Erlebnistag werden. Das Brugger Freibad ist eines der beliebtesten Freibäder in der ganzen Steiermark, gerade in der Region von Leoben, Brugg bis nach Mürzzuschlag sehr beliebt. Es gibt viele Veranstaltungen hier, aber die Leute halten sich einfach gerne auf und für den Ferienpass ist das große Highlight hier am Ende die 100. Veranstaltung, nämlich das große Ferienpass-Abschlussfest am 11. September. Als bereits fixe Einrichtung der Stadt Brugg wird mit diesem Pass für alle Kinder und Jugendlichen die Sommerzeit wieder mehr als abwechslungsreich verlaufen können. Der Start dieser Einrichtung erfolgt unmittelbar nach Schulschluss.